Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farmers Dynastie. Hier mit unserem schönen, schicken, schwarzen Lindner und unseren schicken, schwarzen Fliegel. Oh, hat der auch die Räder lackiert? Ja, die Räder sind mitlackiert. Ist geil. So, hier haben wir alten Schrott. Aber komplett vollen alten Schrott. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir auch 95% Mist. 47.000 Kilo. Fast 50 Tonnen und da sind auch nochmal 10 Tonnen drin. Boah, okay, wir haben verdammt viel Kacke hier rumfahren. Aber ich trinke mal ein paar Schlucke Milch. Und hier haben wir drin... Nein, hier will ich reingucken. 237 Kilo Dünger. Normalen Dünger. So, wir müssen aber zuerst mal säen. Aber wir haben jetzt, lackiert haben wir jetzt alles, ja. Da können wir hier zumachen. Ach, und da drüben auch. So. Alle Bauteile lackiert, alle Anbaugeräte. Alles in baurigem Schwarz. Wir sind der Black-Bauer, wir sind der stylische Bauer, der einfach schwarze Sachen hat. Die einfach ziemlich cool aussehen. Wir haben es halt drauf. So, wie sieht denn das Wetter aus wegen Regen? Zwecks Säen? Morgen, übermorgen. Naja, gut. Hm. Sonne. Aber naja, kann man nichts machen. Oh, den... Die neue Saatmaschine müssen wir auch noch einfärben. Die habe ich jetzt natürlich... Vielleicht kann ich die ja vorne nehmen. Ich glaube es nicht. Nein. Okay, vorne funktioniert wohl tatsächlich nicht. So, gelagert. Vollgemacht haben wir die ja, glaube ich, schon, ne? Mit 860 Kilo Erbse. Genau, ja, haben wir schon gemacht. So, das Ding ist grün. Soll es natürlich auch nicht sein. Auch dieses Gerät soll natürlich in passendem Schwarz sein. Deswegen hauen wir nochmal ganz kurz die Sprühpistole an. Die Lackierpistole und... Oh, passe ich damit überhaupt rein? Eieiei. Ja, gerade so. Wunderbar. So. Dann Repainting. Und auch unsere Saatmaschine ist in schönem Schwarz gehalten. Schwarz-orange. Cool. Und Chrom. Ich finde das Chrom so geil. So, hier machen wir zu wieder. Amazone. Coole Sache. Was ist mit der Treppe hier? Kann man die auch ausklappen? Zum Draufstehen. Aber was bringt das? Wahrscheinlich zum Befüllen. So. Die haben wir auch, glaube ich, noch gar nie ausprobiert. Die gute Amazone. So, was machen wir denn jetzt, Erbse? Machen wir hier Erbse oder machen wir oben Erbse? Das mit dem Weizen hat sich schon ganz schön gelohnt vom Stroh her. Aber Weizen haben wir nicht so viel. Erbse haben wir noch sehr viel. Ich glaube, ich mache hier unten erstmal Erbse. Und dann hier bei unserem Feld machen wir Weizen. Also ist ja alles unser Feld, aber hier das untere Feld. Also nein, das Feld bei uns näher dran. So meinte ich. So, Maschine senken mit R. Und das war's, glaube ich, schon. Die macht alleine, legt die los, soweit ich weiß. Ja, die sät alleine. Genau. Tempomat reinhauen und los geht's. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich vom Radius her gut hier fahre.
dass ich da nicht zu sehr ins Grün reinsähe. Denn das wäre, glaube ich, nicht so schlau, hier allzu arg in die Wiese reinzusäen. Da mein Feld sonst irgendwie immer größer wird. Wenn das denn da auch wächst, ich weiß es nicht. Aber wir konnten da, glaube ich, auch was abernten. Also hat es da auch Wachstum gezeigt. So, 95%, das hebt uns noch eine Weile. Bisschen können wir noch fahren. Oh, die Ansicht ist auch angenehm. So, schön von oben. So, wunderbar. Dann bringen wir ein bisschen Erbsen aus. Hey, hau ab da, du Storch. Und dann können wir auch den Dungball draufschmeißen, den Düngerball draufschmeißen und dann wieder schön Erbse ernten. Vielleicht haben wir ja dann auch ein bisschen mehr Ertrag. Ich habe mir ja wirklich mehr Ertrag erhofft. Denn hätte ich nicht nochmal mit dem Verkauf verhandelt, hätten wir ja uns niemals diese Traktoren leisten können. Beziehungsweise den Pickup und den Traktor. Und nur durch mein geschicktes Verhandlungs... durch meine geschickte Verhandlungskunst haben wir ja diese 170 hoch, was war das? Da hat das Spiel gerade einen ganz schönen Hakler gehabt. Nur durch meine gute Überredungskunst haben wir diese 170 oder wie viel das war, rausgeholt. Oder 140? Ich glaube 140.000. Ich sollte vielleicht mal speichern. Das hat mir gerade Angst gemacht. Dieser Ruckler. Spiel speichern. Informationen, Spiel speichert. So, Spiel gespeichert. Wunderbar. Ja, und ich will eigentlich ungern jetzt nochmal diese Überredungskunst anwenden. Denn das ist auch nicht so ganz richtig, finde ich. Aber da war es einfach notwendig. Ich war sehr enttäuscht. Und ja, vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen mehr raus. Einfach nur, wenn wir da dann ordentlich Dung drauf schmeißen. Der Dung, der kam ja mit dem Update. Also, da kann ja ich nichts dafür. Das ist ja von mir kein Spielfehler gewesen, weil ich jetzt zu blöd bin und mein Feld nicht mit Schweinekacke beworfen habe. Dass deswegen zu wenig Ausbeute gegeben hat, sondern ich hatte einfach nicht genug Schweinekacke, weil nur 7% kamen oder so. Und jetzt haben sie nach dem Update ja, keine Ahnung, kommen 50% raus oder so, also unfassbare Mengen pro Tag. Also von dem her, ja, es ist quasi nicht mein Fehler. So, hier nehme ich einfach mal eine Kurve und mache dieses Stück nachher noch fertig. Einfach, dass ich hier nicht jedes Mal da um die Ecke fahren muss. Ist da? Fehlt da? Ich glaube, da fehlt ein Stück, aber naja, egal. Können wir nachher auch noch machen. Ich werde dann nachher eh nochmal ein bisschen weiter drüber fahren müssen. So, ich muss gucken, dass ich so weit wie möglich hier am Rand fahre, dass ich nicht einmal, also dass ich nicht so arg überlapp hier, dass wir nicht da so viel Zeit verschwenden. Ah, jetzt die Nase wieder. Da sehe ich zum Beispiel, ja, da fehlt ein bisschen was. Also für euch hier. Ich bin ja in dieser Ecke. Glaube ich. Ja. Huch. Zumindest ist das Spiel hier da unten. Hallo Spiel. So. Mit dem glänzenden Hinterreifen dieser Maschine, wo schon ein bisschen Dreck dran ist, geht es hier proper voran. Also die Breite
der Dingsung ist schon ordentlich. Die Breite der Säung. Huch, wieder ein Stück ausgelassen. Naja, egal. Wir fahren da nachher nochmal eine Runde. Und schmeißen an die Stellen, wo jetzt wenig ist, nochmal was hin. Ist ja kein Problem. Man sieht es ja einigermaßen. Aber wir haben noch 71% drin. Wunderbar. Boah, mir wird's warm. Aber übel. Ich glaube, ich ziehe mal schnell meinen Pulli aus. Aber erst wenn ich da in diesem geraden Stück bin. Oder ich versuche so mit der Hand am Lenkrad quasi. So, Kopfhörer ist weg. So, jetzt höre ich gar nichts mehr. Wie, ich höre meine eigene Stimme, ist ja furchtbar. So, hier mache ich jetzt mal kurz so. Jetzt kommen wir hier in eine große Ecke rein. So. Und jetzt, wenn ich hier gleich mal wieder den Weg. Komm schon. So. Hier voll über den anderen Ding drüber. Oh je, da wird hier doppelt gedüngt, egal. Doppelt gesät. Wir haben ja genug Saatgut, was soll's. Oh Mann, ich will wieder was hören. So, na toll, jetzt habe ich hier voll die Kante drin. Oh mein Gott. So, wie viel haben wir noch? Ist nicht mehr viel. Ne, wir haben schon ganz schön viel geschafft. In 12 Minuten, wow, das geht ganz schön schnell hier. Mit dieser tollen Amazone. Die ab und zu mal flackert und blinkt. Ja, ist sehr ineffektiv, was ich hier mache. Über das schon gedüngte, über das schon gesäte Feld drüber säen nochmal. Aber ja, ich will es halt überall gleich haben. Es soll schon überall Erbse wachsen. Steht was dran, wie viel vom Feld wir schon haben? Ah, hier. 59% gesät. So, dann haben wir hier halt nochmal so eine Ecke drin. Egal, macht nichts. Kümmere ich mich dann später nochmal drum, wie gesagt. So, jetzt kann ich hier eigentlich mich zurücklehnen und einfach hier schön gemütlich mit meinem Lindner hier drüber zuckeln. Und hier schön die Erbse verteilen. Ich weiß gar nicht, sind Erbsen eigentlich. Wird da die Erbse gesät? Also die Erbse selber? Getrocknet und gesät? Oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung. Wie man Erbsenbüsche, Erbsensträuche sät oder pflanzt. Schon seltsam. So, fahren wir mal in diese Richtung. Huch. Das ist nicht so. Eintönig ist, kreisfahrig ist. Wunderbar. Das klappt ja bestens. Und ab jetzt können wir eigentlich schon beim Wachsen zusehen. Weil ja schon gesät. Gut düngen, ja. Aber Düngen ging, glaube ich, auch ziemlich schnell, weil es einfach vom Dünger her, von der Reichweite auch sehr groß war. So wie ich mich erinnern konnte. Wie viel haben wir noch drin? Noch knappe 50%.
aber schon 70% gesät. Boah, sind die Räder schon wieder dreckig. Ist da ein John Deere Viech drauf? Nö. Ist ein Pferd drauf. Nimmt er jetzt auch? Verliert er jetzt auch Erbse, wenn wir da fahren, wo schon gesät ist? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Logisch wäre es auf jeden Fall, wenn er da auch sät, wo wir schon waren. Also dann halt doppelt gesät. Aber dann sollte es eigentlich auch doppelt wachsen, also. Heute habe ich kein Energiegetränk bei mir. Deswegen ist hier Sauerstoffnotstand. Ich könnte auch mal das Fenster aufmachen, dann ist vielleicht ein bisschen sauerstoffiger hier. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Wenn ich schon daneben sitze. So, lassen wir ein bisschen kalte Nachtluft rein. Schön. So, und in 5 Minuten zieht dann Pulli wieder an. Ja, genau, so wird's laufen. So, hier. Und zack. Und zzt. Und zack. Tempomat wieder rein. Wunderbar. Darauf einen Schluck. Die Kehle wieder mal befeuchten. Wer ist das Ding? D4000 Super. Amazone D4000 Super. So, wie viel haben wir denn da überhaupt noch drin? Fahr mal hier noch die Kurve und dann gucke ich mal rein. So. Ah ja, 36 Kilo noch. 36%. 300 Kilo. Mal schauen, ob es reicht. Wäre blöd, wenn ich dann extra nochmal wegen so einem kleinen Stück mal nochmal auffüllen müsste. Und da fahre ich das, dieses Stück mal noch schnell. Hier hat es noch was. Ich sehe es genau. Und hier hat es auch noch was. So, wird hier halt nochmal drüber gesät. Wie gesagt, wir können es uns leisten. Wir haben erstens noch einiges an Erbse da, glaube ich. Oder habe ich ganz aufgefüllt? Weiß ich gar nicht mehr. Und zweitens können wir ja wieder kaufen. Das ist ja das Problem nicht. So, so langsam zieht sich der Kreis enger. Dann sind wir gleich soweit. Ah ja, 30% sind noch drin. Das langt ja wunderbar. Das langt, das ist auch so ein schwäbisches Wort. Das reicht, will ich natürlich sagen. Für die, die kein Schwäbisch können, das reicht wunderbar, nicht das langt. Mir Schwabe hängt halt ein bisschen eine eigene Sprache, gell? Und ein bisschen ist da bei Sukarno gelinde ausgedrückt. Gerlinde heißt bei uns auch viele. So. Ja, und zack. Und hier wieder Gas. Und zack, wieder runter. Und Tempomat drin. Und weiter geht's. Das letzte kleine Stück. Da fahre ich ja auch gleich nochmal drüber. Nehme ja diese Bögen hier auch mit. Ach, und hier auch kurz. So.
Ja, 23% sind noch drin, da können wir ruhig doppelt säen. So 98% haben wir gesät. Jetzt einmal hier der Timer schon. Hoch. Ich kurz Gas gegeben und somit den Tempomat gelöscht. So, wie viel Prozent haben wir? 98,6%. Ja, hier haben wir noch einen Strich. Da drüben war auch noch ein Strich. Oh, halt hier. Hier haben wir noch ein bisschen was. So. Und wo fehlt noch? Saatgut. Wo fehlt Saatgut? Zeige es mir. Ich sehe da nichts. Da, hier. Zack. Ja, falsche Taste. Sorry. So, da hätten wir auch gesaatet, gegutet. Hier ist gut. Ah, hier. Uah. Nicht so schnell, Kollege. Hier ist noch ein bisschen was zu sehen. Und wir werden etwas hungrig. Macht nichts, da können wir was dagegen tun. Wir hier eine würzige Kürbissuppe schlürfen. Oh, Sleep geht aber auch ganz schön wieder runter. 14 Uhr. Ist ganz schön anstrengend hier, diese Feldarbeit, offensichtlich. Hier ist noch ein kleines Stück. Das sind diese vielen kleinen Fetzelchen, die hier offensichtlich noch nicht gemacht sind. So, haben wir hier noch irgendwo was? Hier vielleicht? Oh ja, da ist noch ein großes Stück. Zack, das hätten wir auch. Und hier war es auch noch ein bisschen was. 98,91%. Unfassbar. Ich will 100% gesät haben, Mann. Ah, hier hat's noch. 12 Kilo haben wir noch drin. Das hier ist sogar noch ein recht großes Stück. 98,96. Aber wir kriegen nicht mal 99% gesät. Ist ja übel. Fehlt denn da noch was? Das muss doch hier extrem viel sein. 1%. Wenn so ein Fleckchen 0,1% sind, muss doch hier noch ganz schön was fehlen. Müssen wir hier vielleicht näher an den Rand raus? Ach ja. Offensichtlich. Offensichtlich müssen wir noch weiter am Rand raus. 70 Kilo sind noch drin. So, halt mal hier. Grob raus. Okay, hier bringt es gerade gar nichts. Aber ich hab's ja da drüben auch nicht gesehen und da hat er noch einiges gesät. Also vielleicht ist hier auch noch
obwohl ich ein bisschen was ausgelassen habe. 6%. Aber hier passiert nichts. Oh doch, hier passiert wieder was. Ja, da wird auch noch gesät. Okay, dann haben wir hier am Rand definitiv irgendwo ein bisschen zu wenig gehabt. Gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir auch schon 99,5%. Das sieht doch schon besser aus. Da kommen wir doch den 100% schon etwas näher. Ja, hier, 0,7. Also wir haben hier einfach nicht weit genug rausgesät. So sieht's aus. Das nächste Mal hier ordentlich überlappen lassen. So sieht das Ganze doch schon besser aus. 99,97%. Komm schon. 14 Kilo haben wir noch drin. 9,8. Komm schon, mit den letzten 10 Kilo. 6 Kilo, 5 Kilo, 4 Kilo. Okay, zwei kleine Fleckchen könnten auch irgendwo mitten auf dem Feld noch sein. Und leer. So, machen wir es wieder hoch. Also gesät 99,98%. 0,2% sind unbesät. Das nehme ich in Kauf. Haben wir da eine ganze Ladung draufgeschmissen. Schon viel. Aber ist ja auch ein großes Feld eigentlich. So, dann würde ich nämlich sagen... Ui, das war aber knapp. Jetzt gerade hier die Wand mitgesät. Hier ist es alles dreckig. So, lassen wir mal runter. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause und sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynasty. Und dann wird im Magazin... wie viel waren das jetzt drin? Ich habe es immer noch 340 Kilo, aber ich würde mal sagen, wir machen noch Weizen noch ein bisschen. 740 Kilo, außer ich fahre noch mal kurz Weizen kaufen. Aber vielleicht gucke ich erstmal. Oder wir können noch mal Mais, Gerste, Raps oder Erbse oder sowas. Oder Lupine. Oder Gras und damit Heu machen. Unterschiedliche Sachen mal säen. Weil Weizen haben wir ja schon gehabt. Und Erbsen haben wir jetzt auch schon einmal gesät und einmal geerntet. Aber wir brauchen ja auch die Kohle. Wir machen das ja nicht nur zum Spaß, nur weil es schön aussieht. Aber ich weiß nicht, wie viel Gras bringt. Aber das Gras ist wahrscheinlich eher für unsere Kühe. Und die haben aber auch schon noch genug Futter da. Also, naja, ich weiß nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynasty. Und bis dahin, macht's mir gut. Ciao.